So, okay. Da sind wir nun wieder nach der letzten Folge, wo ich verkackt habe. Oh Mann, das ist gerade voll. Ich hoffe, das hat nicht irgendwelche Auswirkungen, weil. Da bombastik, Nein, aber ich habe immer keine Auswirkungen und ja. Hallöchen, Popöchen. Hey du. Ich weiß schon, was du sagen willst. Du warst ja shoppen. Nein, wirklich. Alexi hat mich breitgeschlagen, mit ihm einkaufen zu gehen. Sowas passiert etwa dreimal pro Jahr. Hat er etwa auch sein Outfit ausgesucht? Nee, ich glaube, das hat er selbst gemacht. Ja. Nee. Ich habe es geschafft, ihn abzuhängen, um ihn um in Ruhe alleine zu stöbern. Das hast du gut hingekriegt. Es steht dir großartig. Ich muss zugeben, dass es mir vorher besser gefiel. Nein. Danke, ich will mich nicht selbst loben, aber ich finde das auch. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich die Stimme für ihn ein bisschen zu tief gesprochen. Oh. Was hat mich nur geritten, hier nochmal herzukommen? Ja. Die wird mich zerfleischen, so viel ist sicher. Oh, brauchen Sie etwas? Nein. Oh. Oh. Haben Sie Neuigkeiten über Herrn Lysander? Woher weiß sie, dass ich bei ihm war? Sie waren bei dem Unfall dabei, daher dachte ich, dass Sie vielleicht mehr wissen. Ich bin ihn besuchen gegangen, ja. Ich war nur zufällig dort, wie Sie ja vermutlich auch. Ich hoffe, ihm geht's gut. Das war grauenvoll mit anzusehen. Delaney und Mitgefühl? Mittlerweile steht ja alles Kopf. Ach Quatsch, die ist auch nur ein Mensch. Er erholt sich Schritt für Schritt, aber all das war traumatisch. Das kann ich mir denken. Nun, wenn Sie mich entschuldigen würden, ich habe noch zu tun. Im Grunde Ihres Herzens ist sie doch die gleiche geblieben. Ach ja, manchmal denke ich, schätzt man einen Lehrer auch einfach nicht falsch ein. Mein Gott, alles wird hier erneuert. Ich bin, aber wo ist eigentlich das... Warte mal. Moment mal, ich habe hier noch das Seitendesign an. Kann das heißt das etwa? Warte, warte, warte. Warte. Bitte was? Bitte was? Wo bleibt mein gottverdammtes neues Seitendesign von Sweet Amores? Ich dachte, das kommt mit in eine Episode. Alles Lüge und Schwindel. Ich weiß, ich bin irrational, aber ich hab's nicht unter Kontrolle. Du müsstest dich nur auf andere Gedanken bringen lassen. Ich sag ja nicht, dass ich jede einzelne Sekunde daran denke, aber das geht jetzt schon so lange. Oh weh, das klang ganz so, als sei ich mitten in ein vertrauliches Gespräch hineingeplatzt. Ich hatte gar nicht gewusst, dass sie Iris so nahe stand. Hm, Mitsuki, suchst du etwas? Oh, dieses Gesichtsausdruck ist neu. Aber ihre Augen sehen voll schön da aus. Voll schön koloriert. Ja, habt ihr zufällig Rosalia gesehen? Ich glaube nicht, nein. Nein, tut mir leid. Na gut, sie warten offensichtlich nur darauf, dass ich mich verziehe. Jo. Tschüss. Rosalia, wo bist du? Die Turnhalle ist auch neu. Alles neu. Die Turnhalle, na gut, die Umkleide nicht. Der Hof auch nicht. Gartner geht auch nicht. Cassie und Kenton scheinen sich zu streiten. Oh no. Aber hey, oh mein Gott, man sieht, dass Cassie größer ist als Kenton. Ich fass es nicht. Aber warte mal, das sind ganze 10 cm Unterschied zwischen denen. Müsste Kenton nicht ein kleines Stückchen noch kleiner sein? 10 cm. Das ist ein praktischer Kopf. Der müsste
Okay, sag ich jetzt mal nicht zu. Das passiert irgendwie ständig. Sie scheinen einander einfach von Natur aus nicht ausstehen zu können. Was ist denn hier los? Nichts Besonderes. Ich kann nichts dafür, dass dein Kumpel jedes Mal Angst vor mir kriegt. Zum letzten Mal, ich habe keine Angst vor dir. Hallo, piept's bei euch? Ihr macht euch dermaßen lächerlich. Ihr fühlt euch auch wie zwei Wölfe, die um die Stellung als Alpha-Männchen kämpfen. Seid ihr mal auf die Idee gekommen, wie menschliche Wesen zu kommunizieren? Ich finde das eher schmeichelhaft. Ja, ich finde auch, dass du uns ganz gut beschreibst. Ihr spielt doch total. Ich höre gleich hier mit Tieren und euch gefällt das auch noch? Mit edlen Tieren, mit edlen. Ich weiß doch, dass du auf meine wilde Seite stehst. Also das glaube ich jetzt nicht. Tief durchatmen. Was soll das eine Anmache werden? Ich mache niemanden an. Du kennst doch Kastil. Aber natürlich. Du bist süß, immer beinahe. Halte deine Spinnereien besser für dich, Kleine. Entgegen meiner Erwartung war Kente nicht eingeschnappt, ganz im Gegenteil. Kleine, was? Hä, was? Hä? Doch, allerdings, ich hab recht. Was? Ja! Klar! Schön! Dann läuft was zwischen euch. Daumen dafür nach oben. Good job. Aber nein, ich... Achso, okay, nee. Aber nein, ich sagte es ihr entschieden. Oh doch, wenn er Mädchen auf die Nerven fällt, macht er das normalerweise anders. Punkt, Punkt, Punkt. Schön, wie schön. Und vor allem... reagiert er nicht beleidigt. Du wirst schon noch sehen, ob ich beleidigt bin. Ich zog es vor, mich zu verdrücken. Was? Ich habe Angst, dass man uns am Ende tatsächlich auffliegen lässt. Als ob, das heißt, es ist doch halb so wenig. Ich feiere es gerade nur. Mit der ab. Keine Ahnung, aber sie scheint neuerdings auf kleines Genie zu machen. Naja, sie hat auch ziemlich gute Noten, oder? Ach komm schon, so schlimm war es doch nicht. Du hast sie wirklich nie richtig leiden können. Nein, echt nicht. Wie ein Chihuahua, der um Bestätigung bittet. Ich hätte nie gedacht, dass Charlotte so fies sein könnte. Ich glaube zu wissen, von wem sie redet. Ich finde sie nicht so übel. Immerhin ist sie nicht bösartig. Ja, ich mag sie eigentlich auch. Trotzdem muss sie sich im Unterricht nicht so hervortun. Das ist einfach nur lächerlich. Mhm. Da geht es bestimmt um Carla. Wenn sie das hören könnte, würde sie vielleicht einsehen, dass es gar nichts bringt, einfach nachzulaufen. Aber gerade. Oh Mann, was machst du hier ganz alleine? Ich muss nachdenken. Okay, was ist los? Aber du darfst natürlich bleiben. Hm, wegen Lysander? Überrascht dich das? Ich weiß, dass ich nichts dafür kann, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Er war verloren. Er hat sich an mir festgeklammert. Und ich habe ihn enttäuscht. Bist du endlich fertig? Bitte was? Oh! Rosa! Du hast ihn nicht enttäuscht. Du hast ihm die Wahrheit gesagt. Und er schien es durchaus verstanden zu haben. Ich habe doch am Samstag gesehen, wie er unter
wir einander umarmt haben. Natürlich hat er es verstanden. Er ist Lysander. Das Face so. Es ist nur, eine Zeit lang war mir nicht bewusst, wie viel ich ihm bedeute. Irgendwann habe ich es wohl einfach gespürt. Wir Mädchen spüren solche Dinge eigentlich immer, wenn wir nur ehrlich zu uns selber sind. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn ich über so eine feine Intuition verfügen würde, hätte sich mein Leben garantiert schon eher verändert, ja. Aber mir war nicht klar, dass es mehr als eine flüchtige Schwärmerei war. Seine Gefühle für mich waren echt. Ich muss ihm sehr weh getan haben. Du musst aufhören, das in dich reinzufressen. Du hast dich doch nicht absichtlich in Lay verliebt. Nein, aber... Er hat sich schließlich anderen Dingen zugewandt. Das glaubte ich zumindest. Aber durch seinen Gedächtnisverlust ist er wieder auf dem Stand des verwundeten Geliebten. Wenn er doch nur seine Erinnerungen wiederfände. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Wir wünschen uns alle das Gleiche. Ehrlich gesagt glaube ich manchmal nicht daran, dass das jemals passieren wird. Er war ja schon vor dem Unfall so verträumt. Unfassbar, wie viel Zeit wir damit verbracht haben, dieses dämliche Notizbuch zu suchen. Ich versteifte mich. Na gut, ich gehe jetzt zur Deutschstunde. Das wird mich ablenken. Oder auch nicht. Ich komme mit. Meine Stimme war beinahe tonlos, doch sie schien es nicht zu bemerken. Das Notizbuch! Dort hat Lysander seine Songs aufgeschrieben. Manche sind garantiert mit Erinnerungen oder bestimmten Momenten in seinem Leben verknüpft. Wenn er sie also wieder liest, könnte das wirklich etwas auslösen. Ich bin nicht sicher, ob es funktionieren wird, aber probieren geht über studieren. Jetzt muss ich es nur noch finden. Gut, mal nachdenken. Vielleicht hat Cassie eine Idee, wo es sein könnte? Er ist jedenfalls der Einzige, der mir einen Tipp geben könnte. Okay. Cassie! Alexi, where are you? Er hat ein neues Oberteil. Ich muss aber gestehen, dem anderen gefiel mir besser und sein alter Pose gefiel mir auch besser. Aber er ist jetzt nicht hässlich. Also, er ist auch hübsch. Also. Ja, ja. Aber ich finde, jetzt sieht man, also sie sind Zwillinge, aber warte, ich gehe mal auf meine Jungs. Wenn das da auch schon verändert ist. Nee, ist noch nicht verändert. Aber ich finde, sie sehen sich ähnlich, aber so, also nicht so, dass sie vollkommen einander aus dem Gesicht geschnitten sind, denke ich. Und mein Hund ignoriert ihn einfach. Hey, wo gehst du denn hin? Der Deutschunterricht fängt gleich an. Ich weiß, aber ich wollte vorher nochmal unter vier Augen mit Cassie sprechen. Oh, bitte. Und er wird auch noch rot zu. Oh, bitte, könnt ihr mit euren Schweinereien nicht wenigstens bis zum Unterrichtsende warten? Ich wurde... Ja, schon wieder dieses Wort, das nutzen sie die ganze Zeit, puderrot. Sowohl vor Scham als auch vor Entrüstung. Lass gefälligst diese Anspielung, es ist wirklich wichtig. Er wurde ins Lehrerzimmer bestellt, vielleicht kannst du da auf ihn warten, aber du kommst wohl zu spät zum Unterricht. Oh weia, ich hoffe, dass er sich keinen ernsthaften Ärger eingehandelt hat. Ich werde trotzdem mal mein Glück versuchen, danke Alexi. Ja, es ist sehr auffällig, wenn ihr zur gleichen Zeit dann erscheint. Wollte ich nur mal so sagen. Ich wartete vor dem Lehrerzimmer, aber Cassie kam nicht heraus. Schließlich musste ich doch zum Unterricht gehen. Ich habe absolut keine Lust, selber auch noch im Lehrerzimmer zu enden. Die folgenden Stunden verstrichen wie im Flug und Cassie blieb den ganzen Tag lang unauffindbar. So langsam beunruhigte mich das. Das könnte nur der Grund für seine Abwesenheit sein. Ohne Castiel kein Notizbuch. Ohne Notizbuch kein Lysander. Kein Lysander heute Abend. Ich hatte große Lust, vor dem Heimweg noch shoppen zu gehen. Das ist nicht unbedingt typisch für mich. Aber dieses eine Mal wird mir ein bisschen Einkaufen bestimmt gut tun.
Geh in der Innenstadt einkaufen? Ist es jetzt bei den Geschäften oder wo ist es? Ja. Ich ging in verschiedene Geschäfte in der Innenstadt. Aber vergebens, ich fand nichts, was mir wirklich gefiel. Wie so oft schon, scheint Leys Geschäft das Richtige zu sein. Ich frage mich, ob Rosa da ist. Oh, Lay! Ich stieß die Tür auf, sah jedoch, dass Lay mit zwei Kunden ins Gespräch vertieft war. Er hat immer noch Ringe unter den Augen. Ich entschied, ihn nicht zu nerven, sondern mich alleine umzusehen. Ich zögerte. Ich fand ein Outfit, das mir gefiel, und auch ein Pyjama. Ich kann doch nichts beides kaufen. Es ist nicht so, dass ich den Pyjama unbedingt bräuchte, aber... Nun, da ich mit Cassie zusammen bin, ziehe ich es vor, auf jede Situation vorbereitet zu sein. Wenn er mich jemals im Pyjama zu Gesicht bekommt, dann soll er wenigstens einigermaßen... sexy sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages so argumentieren würde. Aber es ist schließlich nichts Verkehrtes daran, seinem Freund gefallen zu wollen, oder? Rosalia färbt auf dich ab. Andererseits, wenn ich das Outfit nehme, kann ich wenigstens sicher sein, dass er es auch sieht. Ich zögerte. Nein, also, da ich, ja. Ich muss gestehen, ich finde beide Outfits sehr schick. Auch wenn beim mir die Schuhe von beider Seiten irgendwie bekannt vorkommen und auch der Hosenschnitt von dem einen. Also hier wird viel recycelt, möchte ich mal meinen. Auf jeden Fall die Schuhe. Ja. 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 Ja, die Schuhe. Alter, haben wir Boobs bekommen. Seht euch das rein, wie viel Boobs wir da drin haben. Also, nee, aber da ich Rosalias Bild ergattern möchte, werde ich dementsprechend das hier nehmen, denn ich weiß schon, ich kenne schon die Bilder, muss ich gestehen. Ja, also da finde ich Lysanders und Rosalias finde ich am schönsten, aber Lysander kann man nur bekommen, wenn man auch die Lysander-Route spielt. Und da bin ich ja leider auch nicht. Vor allem auch nicht mit Mitsugi. Ne? Wir wissen alle. Wir wissen es alle. Also, ja, geier ich mir jetzt mal das hier, denn ich will das Bild mit Rosalia. Oh Gott, jetzt rennt ihr da drin rum, ne? Na schön, so mache ich's. Das wird mein erster sexy Pyjama. An der Kasse versuchte ich ein bisschen mit Lay ins Gespräch zu kommen. Ich muss mich hier gleich umziehen. Freut mich, dass du was Passendes gefunden hast. Mir mangelt es gerade an Inspiration und es gibt nur wenig neue Modelle. Das ist ganz normal. Du hast genug andere Dinge im Kopf. Es sei nicht so streng mit dir. Ich habe den Eindruck, dass er mir schon nicht mehr zuhört. Nur denn, einen schönen Abend noch. Bis bald. Ja, schönen Abend. Okay, dann gehe ich mich jetzt schnell umziehen. So, ich habe mich jetzt ein bisschen umgezogen, weil ich wollte jetzt nicht in dem Dingetsbummens rumlaufen, dem Negligé. Das ziehe ich mir dann für diesen Abend auf. Lay sah wirklich nicht gut aus. Ich konnte nicht länger tatenlos rumsitzen. Am nächsten Tag beschloss ich, eine Freistunde zu nutzen, um mit Castiel über die Sender zu sprechen. Gestern Abend hatte ich versucht, ihn anzurufen, doch er hatte kein einziges Mal abgenommen. Diesen Morgen würde er zum Glück Unterricht haben. Da dürfte es nicht allzu schwer sein, ihn zu finden. Castiel! Wo steckst du? Castiel? Ah, okay. Danke jedenfalls. Geben Sie nicht zu schnell auf. Sie haben das Zeug dazu. Wenn Sie meinen... Nein, die Stimme wurde verkackt. Egal. Patrick lächelte mir zu, ehe er das Zimmer verließ. Alles gut, Pia? Nicht so richtig.
Ich bin total schlecht in Kunst. Das ist das erste Mal, dass ein Fach mir dermaßen Probleme bereitet. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir hatten erst eine einzige Stunde, Patrick. Ja, aber diese Aufgabe mit dem Farbkreis habe ich total verbockt. Willkommen im Club! Sobald es darum geht, einen Pinsel oder Stift zur Hand zu nehmen, um etwas zu zeichnen, funktioniert bei mir gar nichts mehr. Ich bin wie blockiert. Musstest du nicht bei Viola Unterricht nehmen? Man kann eben nicht überall gut sein. Ich bin sicher, dass du dich schnell verbessern wirst. Ich finde, man muss schon vielleicht einen kleinen Ticken irgendwo Talent haben zur Kreativität, zur künstlerischen Seite. Aber so an sich ist es nichts, wofür man jetzt so, da, weißt du, voll damit geboren sein muss. Weil kein Künstler, auch nicht Leonardo da Vinci, ist vom Himmel gefallen. Ja, der war zwar auch als Kind schon gut, aber der hat das sich auch dann erst mal beigebracht. Seine ersten Zeichnungen waren sicherlich auch nicht die Mona Lisa, also. Nein, also jeder kann sich verbessern. Ich bin selbst auch so, ich muss. Jeder Künstler ist, denke ich, so, dass er sagt, da geht mehr. Man hat nie aufgelernt. Punkt, Punkt, Punkt. Sollen wir wetten? Sie kramte urplötzlich ein weißes Blatt Papier aus ihrem Rucksack hervor. Also, was soll ich zeichnen? Ich bin überrascht und weiß nicht recht, was ich antworten soll. Na los, stell mich auf die Probe. Zeichne mir ein Schaf. Ich erstarrte, als mir klar wurde, wie schlecht dieser Witz gewesen war. Für einen Moment dachte ich, Pia würde mich auf die Beine schicken. Naja. Du bringst mich zum Lachen, Mitsugi. Aber Schafe sind irgendwie lahm. Finde was Kreativeres. Was weiß denn ich? Ich brauche ein Thema, ein Ort, eine Situation. Eine Katze auf einem Boot, die Klarinette spielt und es ist nebelig. Haha, nicht schlecht. Sie schnappte sich einen Stift und begann zu malen. Sie sah konzentriert aus. Ich konnte nicht glauben, dass sie kein Talent haben sollte. Auf einmal holte sie sogar ihre Malutensilien heraus. Was hatte sie vor? Aber nicht gucken. Ich zeig's dir, wenn es fertig ist. Ich stimmte lächelnd zu. Es ist süß, wie sie sich solche Dinge zu Herzen nimmt. Ja, ich war Pia vor. Ich wartete gut 5 Minuten auf das Meisterwerk, als schließlich... Tada! Ach du... Oh, das ist voll süß! Das hat man damals, hat Sweet Amores was gepostet, von wegen, ja, die ganze Vorbereitung und sowas. Gehen. Und man hat dann da so wirklich sowas gesehen und wir alle meinten so, hey, das sieht aus wie so ein, Schiff voll die Kinderzeichnung und dann ist das ehrlich, das voll süß. Das ist doch voll niedlich. Oh. Ha, siehst du mal, es ist eine Katastrophe. Es ist gar nicht so übel, sehr speziell, grauenvoll. Ich bin mir nicht sicher, was ich antworten soll, aber das ist jetzt sowieso erstmal egal, denn hier mache ich an dieser Stelle einen Cut. Der Part geht lang genug und ich hoffe, euch einfach dieses Bild noch am Ende hat euch noch schön Freude bereitet und yay, ich bin nicht die Einzige, die es verbockt hat. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge und ja, bis dann. Tschüss.